wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Gott sei Dank, herzlich willkommen zu diesem. Ey Bruder, stabiles Nasenbluten. Brandneuen YouTube-Video. Ich nehme euch mit durch meinen Tag. Durch einen Tag voll Essen, einem sogenannten Full Day of Eating. Aber zuallererst stellen wir uns jetzt mal auf die Waage. Gestern neues Low mit 94,1. Schauen wir mal, was heute dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Ich fühle mich wie ein Haufen Scheiße. Liegt aber an der Trainingsfatigue. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da haben wir hier 93,7. Das heißt, auch heute, gleich wie gestern, neues Low in die 93s, 93s, Freeze, Thirds. Okay, das atmet jetzt schon wieder aus. Auf alle Fälle, Abwaage ist durch. Jetzt geht es erstmal einen Liter Wasser trinken. Und dann machen wir Cardio. Ich glaube, es war nicht meine beste Idee, das Niacin auf nüchternen Magen zu nehmen. Weil jetzt schaut meine Haut aus wie, keine Ahnung was. Ja, der sogenannte Niacin-Flush. Gestatten. So. Jetzt dem Callum ein paar Updates durchschicken und es gibt das erste Meal. Synergy. Ich weiß nicht, mit welchem soll ich anfangen. Weiß. Weiß? Ja. Okay, ich fange mit Weiß an heute. Ich habe gesagt, volle Transparenz, auch der Koffeinkonsum wird gezeigt. Ist ja auch irgendwo full of Koffein. Zur Zeit übrigens irrsinnig hoch, einfach aufgrund der Trainingsfatigue. Also bin jetzt derzeit, ich glaube, das ist die 9. Woche, bin 9 Wochen in diesem Trainingszyklus, habe dazwischen nur mal einen extra Rest Day, zwei extra Rest Days eingelegt hinsichtlich meiner ersten Corona-Impfung und habe jetzt nächste Woche meine zweite und da wird es mich wahrscheinlich etwas mehr belasten. Dementsprechend haben wir uns gedacht, zögern wir den Deload so weit raus, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das noch durchstehe. Auf jeden Fall, Koffeinkonsum ist sehr hoch, aber das kann man sich schon mal gönnen für 2 Wochen. Ja, zu 100%. Das ist so eine Frage, die ich ganz gerne irgendwo stelle, so wie oft hast du in die letzten 6 Monate deinen Plan gewechselt? Ja, oder wie oft hast du Übungen ausgetauscht und all sowas? Ja, das muss man jetzt nicht beantworten, aber das sind so Fragen, die ich oft mal stelle, wenn mir die Leute nicht von sich aus schon sagen, weil das halt so was Typisches ist, war ich selber genau der gleiche. Ja, da war Program-Hopping betrieben von einem Programm ins andere und ja, bevor ich einen Coach gehabt habe, vor 3 Jahren jetzt schon fast. Gut! Wir sind jetzt mit dem Call durch. Dementsprechend gibt es jetzt Meal One, bevor es in einer Stunde ins Training geht. Und wir machen Reisbrei. Leider nur 50 Gramm. Ist eigentlich schon set. 50 Gramm. 50 Gramm Reisbrei. Perfekt. Ich habe hier, wie bereits im letzten Video angesprochen, das Produkt von Vayu. Bin damit jetzt nicht so sonderlich zufrieden. Also bisschen grobkörniger ist. Davon machen wir jetzt da 50 Gramm rein. 50 Grams. 51. Oh mein Gott. Gut. Zu diesem Reisbrei geben wir jetzt gleich ein bisschen Combo-Protein. Geschmack Vanille-Keksteig. Ist auch fresh.
One scoop. Two scoops. Zu wenig. Da geben wir dann noch ein bisschen Combo Protein Chocolate dazu. Yeah. Gut, jetzt haben wir hier 60 Gramm. Wir nehmen aber 70. Wir nehmen 70. Das Ganze werden wir jetzt noch salzen, ja, damit wir später auch einen guten Pump im Training haben. Für die Electrolytes. Ziemlich wenig Salz gewesen jetzt. Dann mischen wir das jetzt unter und der Next Step ist dann eigentlich das Kochen von Wasser. Genau, richtig gehört, das Kochen von Wasser. Sehr gedanklich. Wir können da nämlich dabei das Obstfeeding preparen. Ich weiß nicht, wie macht das der Alex immer? Der Alex macht das hier so. Ich werde es jetzt mal probieren. Alex, wenn du das Video schaust, du musst mich bitte educaten, wie das mit der Banane funktioniert. Ich glaube so. So und dann jetzt einfach hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mir fliegt ja alles aus der Hand. Legst du doch einfach hin? Na. Ich muss das in der Hand halten. Ah. 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 So. Schaut ziemlich fancy aus. Jetzt haben wir hier noch Heidelberries. Not Blueberries, Heidelberries. Die machen wir auch gleich ready. Dann nehmen wir jetzt hier das kochende Wasser und geben einfach eine beliebige Menge hinzu. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Nehmen wir mal 200. Und wichtig ist, dass man das dann immer wieder so ein bisschen unterrührt, ja, bis es eine Masse, ihr habt viel Wasser dazugeben. Perfekt. Stabil. Also machen wir jetzt eine Reissuppe quasi. Schaut ziemlich gut aus. Ist das in die Mikrowelle? Ich hab's geschafft heute. Sehr gut. Gut. Sollen wir das noch ganz kurz unterrühren? Die Melli macht schon die Mikrowelle auf. Vielen lieben Dank. Aber ich glaube, das wird noch besser. Also ich glaube, es wird noch besser. Schau, es wird besser. Es ist jetzt schon ein bisschen mehr breiig. Naja. Gut, Melli sagt, wir sollen es in die Mikro stellen. Wir stellen es in die Mikro. Tun, was Melli sagt. Die kennt sich aus. Gut, jetzt haben wir das 30 Sekunden drin gehabt. Schaut schon sehr vielversprechend aus. Also im Gegensatz zu vorher. Boah, okay. Melli, du bist der Schinken. Ja, ich glaube, so kann man es sogar lassen eigentlich. Oder? Sollen wir es nur mal rein tun? Das musst du wissen. Ah, na, das ist gut. Gut, jetzt brauchen wir dann nur noch ein bisschen Pernut-Puder. Wie? Pernut-Puder. Pernut-Puder. Mal schauen, wie viel ich gecheckt habe. Habe ich 20 Gramm getrackt? Ich habe 20 Gramm getrackt. Perfekt. Dann tun wir da noch ein bisschen Pernut-Puder rein. Boom. Excellence. Excellence. Gut, dann haben wir da noch ein paar Heidelberries. Und zu guter Letzt die Sliced Banane. Hui! Ja, jetzt. Also ich bin definitiv schlecht darin, dass man Food möglichst schön prepared. Ist schon schön. Ja, ich bin gut darin, dass man es isst. Das ist schlussendlich all das, was zählt. All das, was zählt. Gut, also das ist First Meal. Perfekt. First meal of the day und wie gesagt, in einer Stunde geht es dann ins Training. Das werden wir uns jetzt reingenehmigen. Und ich werde dir zeigen, wie es ist.
Obwohl es Leute gibt, die das tatsächlich sehen wollen. Aber ich werde nicht zeigen, wie es ist. Aber ich verspreche euch, dass es ist. Klasse, machen wir ein bisschen ein Downsizing, beziehungsweise Downsizing weißt du, wenn du es kannst. Er war downgesized, weil er den Sport nicht so ernst hat, von Zeit der Betrieb. So, das erste Meal ist drin. Wir werden jetzt dann auch gleich noch Intra und Pre-Preppen. Zuallererst, und wie gesagt, volle Transparenz. Es gibt noch ein drittes Synergy. Dafür aber nur einen halben Scoop Synapsensauce dann. So, wir preppen jetzt zunächst mal das Pre. In das Pre kommen jedes Mal 6 Gramm Citrullin, ungefähr 12 Gramm Sauce, ein bisschen mehr. Und dann sind wir auch schon mit dem Pre durch. Da machen wir jetzt hier das Intra, was ich während dem Training trinke. Und hier beginnen wir mit Kreatinmonohydrat. 10 Gramm. Und bevor jetzt wieder irgendjemand daherkommt und sagt, hey Chris, warum nimmst du 10 Gramm? Das ist doch gar nicht mit Evidenz hinterlegt. Doch ist es, oder? Schaut auf Examen. Schaut auf Examen. Eieiei, Mamma mia. Dann hätten wir hier natürlich im Idealfall Maltodextrin vom Power Fitness Shop. Allerdings haben wir hier vor ein paar Wochen noch eine offene Packung Hard Branch Cyclic Dextrin, also Clusterdextrin, gefunden von Bulk Powders. Ich glaube, Bulk Powders als solches gibt es gar nicht mehr, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Genau, hier machen wir für den heutigen Tag 20 Grams for the Grain rein. Ja. Und dann haben wir hier noch nächste Komponente vom Intra, Isoclear von ESN. Ja, zurzeit das, was mir einfach am besten schmeckt. Hier machen wir einen Scoop, 30 Gramm. Ist einfach ein sehr, sehr leicht verdauliches und fruchtig schmeckendes Whey-Hydrolysat. Oder ist nur Isolat? Ich weiß gar nicht. Hydrolysat, na, Isolat. Tatsächlich nur Isolat. Ich dachte, das wäre Hydrolysat. Im Endeffekt scheißegal, es ist Whey. Ihr könnt genauso Naked Whey nehmen, ihr könnt genauso euer Whey des Vertrauens nehmen, es ist im Endeffekt komplett egal. Hauptsache ihr habt eine Proteinquelle im Intra, wobei das für die meisten kommt natürlich immer drauf an, wann ihr trainiert, wie lange ihr trainiert, ob es eine zusätzliche Mahlzeit, ein zusätzliches Protein-Feeling darstellen soll und so weiter und so fort. Es ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht zu viel dazu äußern. Auf alle Fälle jetzt hier Pre und Intra. Das Pre, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das ist untracked. Also ich tracke mein Pre-Workout nicht. Und es hat einen ganz einfachen Grund, weil es einfach eine Konstante ist. Also ich track keine Dinge, die konstant nahezu jeden Tag oder jeden Tag vorkommen. Ich track auch meine Fischölkapseln nicht, einfach weil ich später in der Prep nicht will, dass ich mir Fats einspare, indem ich meine Fischoils nicht tracke. Und ich nehme halt 10 Kapseln, was 3 Gramm EPA und DHA kombiniert sind. Und deswegen wird das jetzt schon was ausmachen, logischerweise. Aber da es immer das Gleiche ist und immer konstant ist, track ich es nicht. Ja, weil ich will auch später in der Prep dann auch ganz normal meine Fischoils nehmen, ohne mir irgendwie einzureden, dass ich mir vielleicht hier 10 Gramm Fett einsparen könnte. Ja, würde ich euch auch für eure Diäten empfehlen, weil ansonsten kommt ihr noch auf dumme Ideen. Genau, Intra, Pre, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ins Training. Heute steht nämlich ein Videodreh an und ich freue mich. Bitte, ganz, ganz wichtig, die Videos, die wir mit dem Rafi machen für euch, die sind extrem hochwertig und auch extrem finanziell ergiebig. Also nicht ergiebig für mich, sondern ich ergebe mich finanziell, mehr oder weniger. Deswegen, do me a favor, hit the like button, subscribe und dann sind wir fresh and ready. Genau. Peace. Ich habe heute mal ein Look Back getaked. Spätestens jetzt sind sehr viele Leute raus wegen der Anglizismen und dem Denglisch.
Ich habe heute mal einen Look back getaked und geschaut, wo ich ungefähr war, als ich vor 2,5 Jahren beim AJ angefangen habe. Und es ist schon richtig crazy. Also ich kann ja mal hier ein Bild einblenden, das ich heute, also Samstag, auf Instagram gepostet habe. Es ist komplett krank. Es ist wirklich, wirklich, wirklich komplett krank. Wenn man sich so sieht, wie man vor 2,5 Jahren war und einfach nur denkt, oder wer war dieser Arschloch? Nein, so stimmt es jetzt nicht. Auch wenn es ab dem letzten Jahr in Harnst war. Ist trotzdem crazy. Zumindest für mich. Auch wenn es für euch nicht crazy ist, für mich ist es crazy. Genau, jetzt fahren wir ins Gym, steht Pull an, wie gesagt, filmen nicht für dieses Video, sondern fürs nächste. Oder fürs übernächste. We'll see. Und wünsche euch allen einen schönen Tag dabei. Bis später. Und hier die Sauce. Do you know what time it is? When Chris drinks the cherry juice. That isn't cherry juice, it's Synapsen Sauce. Yum. Hi! Willkommen im Gym meiner Gyms, das Gym! Den besten Gym der Welt in Wien. Komplett irre. Geht's dir gut? Schaust super aus. Hi! Hey! Wunderschönen guten Tag! Einen wunderschönen Tag im Gym meiner Gyms, das Gym, das beste Gym der Welt und hier bei diesem YouTube-Video von Christian Kues. So, wir sind jetzt im Gym meiner Gyms angekommen. Ich werde die heutige Session, wie gesagt, einfach mit dem Gym Raffi wird's machen und das Video wird dann nach dem Video oder als übernächstes Video folgen. Anschauen. Auf alle Fälle mixen wir uns jetzt Pre an, dann geht es direkt in die Session. Danach sehen wir uns wieder mit dem Post-Workout-Meal. Genau, so schauen wir aus. Enjoy the Session jetzt. Ich glaube, das sind diese K-Plus oder die Kellogg Store, diese eine unbeschreiblich geile Session. Ihr müsst euch dieses Video einfach anschauen, das jetzt kommt, also dass der Raffi schneidet, dass der Raffi jetzt filmt hat und dann schneidet. Es wird komplett irre, also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gute Einheit mit sehr viel Ego. Ihr werdet sehen, warum. Ihr werdet sehen, warum und ihr werdet sehen, was ich meine. Auf alle Fälle sind wir jetzt soweit durch. Bin komplett durch. Ich war um 10 im Gym und jetzt ist schon wieder 3. Und da ist das, was ich im letzten Video gemeint habe, mit warum ich jetzt auch ins Top-Gym gehe, weil das Gym einfach jetzt 5 Stunden. Also halt literally 5 Stunden. Ja, genau. Und dementsprechend haben wir jetzt erstmal später noch was essen. Dann werde ich mit der Melli noch ein bisschen Zeit verbringen. Wir werden wahrscheinlich zum Starbucks gehen und uns ein kaltes Beverage holen. Natürlich als sugar-free. Und ja, schauen wir weiter. So gut, zuallererst muss ich ganz kurz auf meine Schuhe filmen. Ich habe nämlich gerade ein cooles Paket erhalten. Genau. Also das ist das allererste. Das zweite ist, dass wir jetzt gerade von unserem Spaziergang kommen, denn wie bereits vorher angesprochen, hat es einen Walk gegeben und es hat Starbucks gegeben. Natürlich zero calories, dementsprechend habe ich das jetzt gefilmt. Aber ja, wir schauen jetzt, dass wir das dritte große Meal im Bunde machen. Natürlich nehmen Intra, mit Intra wären es jetzt 4 Meals. Aber dass wir jetzt das dritte große Meal im Bunde machen und wir machen das selbstverständlich in Jordans. Selbstverständlich machen wir das in Jordans. Im Grunde genommen habe ich das Meal schon gemacht, weil es ist halt, also die Basis dafür ist vorgekocht. Und zwar haben wir da, ganz kurz, und zwar haben wir da 100 Gramm Reis. Und 150 Gramm Brokkoli aus dem
Reiskocher, na, eigentlich gar nicht aus dem Reiskocher, weil unser Reiskocher hin worden ist. Also das ist aus dem Topf. Tatsächlich aus dem Topf. Ist wirklich schade drum. Es wird einen neuen Reiskocher geben, aber es ist aus dem Topf. Gut, und dazu machen wir uns jetzt einfach hier Hüftsteak. Das heißt Hüftsteak in die Pfanne dann. Jetzt drehen wir auf, heizen wir die Bude ein und dann braten wir uns Protons an. Wer kennt's? Aufpassen. Zero, 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 zero. Er macht's mit mehr Elan. Zero, zero, zero. Track hier halt als 2 Gramm Öl. Und da kommt das Hüftsteak rein. Das werden wir uns jetzt anbraten. Und dann ist das Essen eigentlich schon ready. Also wie gesagt, das kommt noch in die Mikrowelle. Aber es ist jetzt, also ich muss jetzt wirklich nicht zeigen, wie sowas zum Herrichten geht. Also jetzt alles zusammen in einen Topf und ab geht die Party. Den Rest erspare ich euch, weil es gibt nicht mehr Schritte. Und wir werden uns das jetzt dann reingenehmigen. Gibt es hier noch eine Banane oben drauf, dann sind wir mit dem Mehl durch. Makros werden hier oben eingeblendet. Genau. Sehr stabil. So. Im letzten Abschnitt des heutigen Tages haben wir jetzt noch ein bisschen Climb-Work. Das heißt, ein oder zwei Check-ins. Eigentlich nicht von heute, sondern vielmehr von morgen. Schauen wir uns das Ganze mal an. So spät am Tag ist meistens bei mir einfach noch eine kleine Shift mit der Beantwortung von Nachrichten, so ein bisschen Videofeedback und so weiter und so fort. Und dann gehen wir eigentlich direkt so ein bisschen zur Abendroutine über. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Und das heißt, jetzt noch ein bisschen Work und dann werden wir kochen, auch für den morgigen Tag, denn morgen ist Sonntag. Sonntag habe ich meinen Gym-Shift, das heißt, ich arbeite, weiß gar nicht, 7 Stunden, irgend sowas, im Gym, an der Rezeption und ja, genau. Deswegen werden wir uns das Ganze einfach mal zu Gemüte führen. Genau, deswegen legen wir jetzt einfach los. Ich habe auch jetzt noch eine ganz kurze Frage an euch und zwar habe ich mir gedacht, wie es wäre, wenn man einen Podcast machen würde, wo ihr einfach alleine, größtenteils wahrscheinlich, über irgendein Thema spricht. Beziehungsweise, wie das ankommen würde, wenn ihr auch so ein bisschen einfach so Coaching-Erfahrungen teile, wenn ich meine eigene Prep auch im Podcast-Format dokumentiere, noch ein bisschen offener, wenn ihr versteht, was ich meine, als hier jetzt beispielsweise auf YouTube. Und euch so ein bisschen dadurch mitnehmen, wie meine Wochen so sind im Sinne von der Prep. Ja? Geht's mal bitte ganz kurz Feedback. Also das Video geht ja glaube ich jetzt am Montag online, heute haben wir Samstag. Genau, also wenn ihr sowas feiern würdet, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten lasst es. Genau. Oder schreibt es drunter. Wir brauchen nicht noch einen Podcast. So, verstehe ich auch. Ja, deswegen wollte ich ja fragen, ob Nachfrage potenziell bestehen wird. Genau. Jo, lieber Phil, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Guten Tag und herzlich willkommen zu deinem heutigen Feedback. Okay, gut, wir haben uns jetzt wieder in der Küche eingefunden. Denn es wird jetzt das letzte Meal geben. Das letzte Abendmahl. Haben wir hier, das hat die Melli schon echt cool vorbereitet, haben wir Zucchini und Potatoes. Ja, Zucchini und Potatoes. Und die Zucchini und Potatoes, die werde ich jetzt schneiden. Und dann geben wir sie in den Airfryer. Und dazu. Aufpassen. Dazu machen wir heute dies Pulled Pork Eat Planet Geschichte. Veganes Meat und zwar Planted Pulled heißt das Ganze. Ja.
An dieser Stelle Werbung, ihr könnt mit Chris 20 20% bei Eat Planet sparen. Also ich habe das vorher auch gekauft, das gibt es bei uns im Supermarkt. Bei Spar, ich weiß nicht, welcher Österreicher Spar kennt, ja, wahrscheinlich jeder. Das haben wir bei Spar gekauft zuerst. Und dann habe ich das so oft gepostet irgendwie, dass die Leute mich angeschrieben haben und dementsprechend bin ich jetzt Eat Planet sponsored. Perfekt eigentlich. Also wenn ihr auch Eat Planet bestellen wollt, ich würde es euch raten, denn es ist viel billiger als online, dann gebt Chris 20 ein und seid einfach dann wirklich sportbillig dabei. Genau. That's it. Wir wollen zum Prep anfangen. Let's go. Genau, wir werden das jetzt einfach essen. Welches ist jetzt dein? Das ist deins. Wir werden das jetzt einfach essen und dann haben wir später noch Kleinigkeit für die restlichen Macros. Irgendwie 10 Gramm Fett und 20 Gramm Protein. Ja, Öl trinken, perfekt. Gut, wir beenden diesen heutigen Tag jetzt noch mit Schokolade. Das heißt, es gibt jetzt hier noch 200 Gramm Skyr. Ohne irgendwelchen Süßstoff, ohne irgendwas. Also einfach nur Skyr. Mit Schokolade. Mit 30 Gramm Lind, 80% Schokolade. Stabil. Gut. In diesem Sinne war es das mit diesem heutigen Full Day of Eating. Wenn euch das Video gefallen hat, dann unbedingt Daumen nach oben bzw. ein Herz da lassen. Kommentiert, subscribe and come over for more. Genau. Passt auf euch auf, gebt Gas, folgt euch und träumt euch nicht sterben. Wir sehen und hören uns demnächst.